Ja, moin Leute und willkommen zu diesem neuen Championats-Video, also ein Live Goes Champi. Ja, wir stehen hier gerade in Moorland und machen demnach das Moorland-Championat. Ja, ich möchte nachher gerne auch noch das Golden Hills-Championat machen. Das heißt, das werden wahrscheinlich zwei Championate in einem Video, aber ich denke, das dürfte euch nichts ausmachen, wenn es ein bisschen länger wird, weil ja, die Championats-Videos kommen immer ziemlich gut bei euch an. Das freut mich natürlich. Und ja, dann werden wir uns gleich wiedersehen, wenn die Gruppen eingeteilt sind. Übrigens wundert euch nicht, falls ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört. Ich habe mein Fenster offen, aber es ist ziemlich warm. Und ja, deswegen ist das deutlich angenehmer. So, never mind. Okay, ich hätte es jetzt fast wieder verpennt, dass es schon losgeht. Ja, ich denke, zu sagen, dass wir in Gruppe 1 sind, brauche ich gar nicht mehr. Leider. Es wäre wirklich mal wieder schön, in Gruppe 2 zu kommen, wo dann nicht Leute mit Level 21 sind, weil das ist ja auch schon öfters vorgekommen. Ja, ich weiß tatsächlich bei dieser Stelle nie, ob schneller ist, über den Sprung zu springen oder nebenbei Dingens zu reiten, aber ja, ich bin jetzt drüber gesprungen, wie man gesehen hat. Warum läuten denn jetzt die Kirchenglocken? Hört ihr das? Ich hoffe, ihr hört das nicht. Das war ein Leck, das war ein schlimmer Leck. Ja, unsere Nachbarn, die feiern auch wieder irgendwie Party, die Kirchglocken läuten, beste Voraussetzungen auf jeden Fall. Ja, gerade sind wir, nein, ich lob's jetzt nicht, ich lob's jetzt nicht, dass wir gerade relativ weit vorne sind, weil dann, genau dann passiert mir wahrscheinlich wieder ein Fail. Ich muss leider wirklich sagen, dass ich in Moorland normalerweise irgendwie komischerweise nie so gut bin. Ich habe das eine ganz, ganz lange Zeit nicht mehr geritten und ich war mal irgendwie voll gut da drin und dann, ja. Bin ich das eine lange Zeit nicht mehr geritten? Ich hoffe, wir schaffen die Abkürzung. Bitte, bitte, bitte. Okay, wir haben sie geschafft. Das ist natürlich vorteilhaft. Wenn wir es jetzt auch noch schaffen. Da war eine Blume. Wenn wir es jetzt auch noch schaffen, das zu halten. Okay, wir haben es nicht gehalten. Nice. Nice try. Jetzt kommt auch noch eine meiner Problemstellen und zwar ist es die hier. Ich weiß irgendwie nie, wie ich die anreiten soll. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Oh. Okay, das war gar nicht so schlecht tatsächlich. Das war gar nicht so schlecht. Okay. Oh, wehe, 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 wehe. Sie überholt mich jetzt wieder. Dann bin ich sauer. Und. Okay, wir haben es tatsächlich als Erste geschafft. Okay, das war jetzt. Irgendwie habe ich das nicht erwartet gerade, weil ich irgendwie gerade so voll spontan beschlossen habe, das Championat zu reiten. Ich wurde lang nicht mehr Erste. Freut mich jetzt gerade voll. So, also wie immer Glückwunsch an alle. Ich scroll das einfach immer mal so schnell durch, weil ja, ich bin nicht diejenige, die das immer gerne vorliest. Erstens, weil sie viel zu faul dafür ist und zweitens, weil ich es persönlich auch zum Anschauen ziemlich langweilig finde. Ja, ich hatte gesagt, wir machen gleich auch noch das Golden Hills Championat, vielmehr das Goldblatt Championat. Und sie kenne ich. hi an dich auf jeden Fall. Ja, dann sehen wir uns gleich beim Goldblatt Championat wieder. Okay, ja, wie ihr jetzt seht, sind wir beim Goldblatt-Championat. Ich bin das Championat wirklich, wirklich lang nicht mehr geritten, weil die Championatszeiten von diesem Championat irgendwie komisch sind. Ich weiß auch nicht. Oh, that bird is pissing me off. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was wir hier reißen können. Ich habe hier eigentlich, ja, eigentlich das ganze Championat ist meine Problemstelle. Ich weiß, dass es bestimmt viele Abkürzungen gibt, die ich einfach nicht reite, weil ich sie nicht kann, sie nicht kenne. Ja, die zum Beispiel, die jetzt alle geritten sind. Ich kannte sie zwar, aber ich irgendwie. Ich kann sie nicht reiten. Okay, das war gerade nicht meine Schuld. Wir sind abgedriftet. Das war nicht meine Schuld, wirklich. Oh ja, oh ja, okay. Ah, das fängt gut an. Ey, was fangen denn jetzt auch noch die Tauben draußen an zu gurren? Eben waren es die Nachbarn und die Kirchenglocken und jetzt sind es die Tauben. Ganz toll. Ich hoffe, man hört das nicht. Vielleicht sollte ich mein Fenster für die Aufnahmen wirklich mal schließen, aber naja. Diese Stelle hier geht eigentlich. Es gibt bestimmt immer wieder Abkürzungen, die man reiten kann, die ich jetzt zum Beispiel nicht reite. Die sie gerade auf dem Asatik. Na, nee, das ist ja ein Chinkotik. Ich finde das so dumm, dass sie die Chinkotiks genannt haben. Ich weiß nicht warum. Naja, egal. Ja, ich bin wirklich schlecht in diesem Championat. Vor allem halt der Anfang ist halt bei mir irgendwie immer sehr problematisch. Deswegen, ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich den Anfang wirklich mal öfters üben. Aber wie gesagt, ich finde, das Championat ist zu total komischen Zeiten immer. Und eher abends und ja, ich weiß nicht, das ist so die Zeit, wo ich immer Abend esse. Und ja, apropos Abendessen, ich glaube, meine Mutter ist gerade dabei, mir Nudeln zu machen. Das ist sehr, sehr schön.
Okay, hier springen wir mal ganz gekonnt drüber. Ja, das war nicht schlecht. Das war gut. Hier. Okay, um den rum. Da kommen wir rum. Kommen wir um den rum? Ja. Okay, gut. Das schaffen wir auch noch. Ja, das müssten wir auch noch schaffen. Gut, das ist doch schön. Momentan sind wir. Oh, wir sind jetzt auf den fünften Platz gerutscht. Die Lucy habe ich irgendwie gerade gar nicht gesehen. Wahrscheinlich hat sie mich auf der Igno. Aber ja, ich weiß nicht, das machen irgendwie auch mal sehr, sehr viele, dass sie einen auf die Igno putten, bringen, tun, was auch immer. Aber ja, ich weiß nicht, mir bringt das immer nicht so viel. Ich sehe die Leute irgendwie immer lieber, auch wenn es immer ein bisschen laggy ist. Okay, vielleicht schaffen wir noch den vierten Platz, auch wenn ich immer finde, dass der vierte Platz sehr, sehr frustrierend ist. Ja, okay, wir haben noch den vierten Platz geschafft. Ich möchte nicht meckern, aber ich weiß nicht, ich finde, das ist immer der frustrierendste Platz, weil das immer so kurz vor einer Platzierung ist. So, auch hier nochmal ganz kurz Gratulation an alle. Ja, das war's dann eigentlich auch mit dem Video. Ich rate mal irgendwo hin, wo kein Konfetti vom Himmel fliegt. Ja, ich finde es halt irgendwie mittlerweile ein bisschen schade, weil man mit anderen Rassen halt fast gar keine Chancen mehr hat bei Championaten. Deswegen habe ich jetzt auch für beide Championate, ja, mein offizielles Championatspferd genommen. Naja, kann man nichts machen. Irgendwie sind sie ja doch auch sehr nice, die Pferde. Ja, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, es ist nicht zu lange geworden. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, bis dann. Adios. Tschö.